Ganz egal, welche Zahl du hoch 0 nimmst, das Ergebnis ist immer 1. Beispielsweise ist 2 hoch 0 1 oder 7 hoch 0 ist auch 1 oder sogar 1.593.172 hoch 0 ist auch 1. In diesem Video erkläre ich dir, warum dies so ist. Also, pass gut auf! Als Beispiel schauen wir einmal ein paar Potenzen mit der Basis 2 an. 2 hoch 4 ist 2 mal 2 mal 2 mal 2. Ich habe hier also 4 Zweien, die mit sich selbst mal genommen werden. 2 mal 2 mal 2 mal 2 gibt 16. Und genauso funktioniert es bei 2 hoch 3. 3 Zweien, die miteinander mal genommen werden. Und 2 mal 2 mal 2, das gibt 8. Und jetzt noch 2 hoch 2, das weißt du wahrscheinlich automatisch, dass das 4 ergibt. Und 4 ist ja 2 mal 2. Wenn du dir die ersten drei Potenzen noch einmal anschaust, dann siehst du, dass die Zahl, mit der hochgenommen wird, also der Exponent, immer um 1 kleiner wurde. Entsprechend ist es hier in der Mitte auch immer eine 2 weniger geworden, mit der mal genommen wird. Die Ergebnisse haben sich hierdurch immer jeweils halbiert. Du kannst also von oben nach unten immer geteilt durch 2 rechnen. Wenn du jetzt die 4 auch durch 2 teilst, bekommst du so heraus, dass 2 hoch 1 2 sein muss. Denn 4 geteilt durch 2 ergibt ja 2. Und entsprechend ist 2 hoch 0, so wie jede andere Zahl hoch 0, 1. Denn wenn ich die 2 durch 2 teile, so ergibt das 1. Diese Schritte lassen sich nun in dieser Form auf alle anderen Zahlen, die es gibt, auch anwenden. Es funktioniert genauso mit der 5 oder der 7 oder mit jeder anderen Zahl auf der Welt. Eine Zahl hoch 0, ganz egal welche, ergibt immer 1. Ich hoffe, mein Video hat dir weitergeholfen und ich wünsche dir noch viel Erfolg beim Potenzrechnen. Bis bald!